im Banking-Bereich passiert ja einiges. Man hat früher typisch diese vertikalen Banken, die alles angeboten haben. Dann kamen vor einigen Jahren die Start-ups, die sich so ein bisschen gegen die Banken positioniert haben, was hier eigentlich gar nicht nötig ist. Und was wir jetzt sehen, ist eigentlich eine Kombination, dass sich die klassischen Banken und die Start-ups zusammentun. Eine ganze Reihe Beispiele, um im Prinzip gerade innovative neue Lösungen zu zeigen. Sie müssen verstehen, dass über 75% der Deutschen allein schon Online-Banking betreiben. Das heißt, dieser Trend ist schon längst passiert und dass sich da wirklich mit zu öffnen, diesen Weg zu gehen, ist jetzt wichtig für die ganze Branche. Das möchten wir gerne diskutieren. Alles das, was wir heute als Banking kennen, Online-Banking, Mobile-Banking, alles das, was im Zweifelsfall auch Banking lästig macht, das wird automatisiert worden sein. Wir werden wesentlich stärker sehen, dass ich mich nicht um meine Finanzen kümmern muss, sondern dass sich meine Finanzen für mich kümmern. Umgekehrt ist es aber so, wenn ich in einer Situation bin, in der ich dann für mich seltene Transaktionen mache, dass da die persönliche Beratung sehr stark im Vordergrund stehen wird. Es geht darum, was muss ich heute können, damit ich in 10 Jahren dabei bin. Und da kann man Dinge ableiten, für die wir uns ja einsetzen aus der Arbeitsgruppe in Bitkom. Sei es Adaptionsfähigkeit, Technologieneutralität, Innovationsförderung, Offenheit, Internationalität. Das sind Werte, die brauche ich jetzt, damit ich in 10 Jahren dabei bin. Und Open Banking, wie das Wort schon sagt, Open Öffnung für ganz viele neue Jobs auch. Ja, es wird ja immer so verschrieben, Digitalisierung. Oh Gott, ist jetzt mein Job in Gefahr? Muss ich ganz klar mit Nein beantworten. Ich glaube nicht, dass die Gefahr besteht, wenn, und das ist meine ganz klare Meinung, wenn man sich öffnet, ja? Wenn man seine Komfortzone verlässt und neue Dinge bewegen möchte. Viele der Ideen kann Fintech einfach schneller umsetzen. Und ich glaube, wenn wir es schaffen, richtige Plattformen zu bilden und die Schnelligkeit, die Innovationsfreude von Fintechs und die Innovationsfreude, die Größe und das Kundennetzwerk von etablierten Banken zusammenzufassen, haben wir eine Chance, was Großes zu bauen. Für uns in Berlin ist es eben halt wichtig zu versuchen, möglichst viele dieser Fintechs in Berlin zu haben, weil wir glauben, dass wir eben dort den sogenannten Biotop dafür haben, dass es eben auch schon viele gibt und deswegen auch Leute miteinander reden und auch technische Innovationen sich rasch ausbreiten können.